So viel zur Vorgeschichte und auch ein kleiner Rückblick, nicht unbedingt komplett korrekt, zurück zu Whispered World. Denn das war die Geschichte von Whispered World, grob Verdammt! zusammengefasst. Wie Rini? gesagt, nicht ganz Geht's korrekt, dir wer sie gut? genau wissen will, Rini! sollte Whispered World spielen. Im Dampf liegt die dritte So, große warum auch immer, der Fernseher ist wieder an. Halte die Maus gedrückt und bewege die Maus gleichmäßig in die angegebene Richtung. Bums. Oh, schön staubig hier. Na gut, kein Wunder jetzt. Rini! Wo bist du? Ehrlich gesagt mache ich mir so gesehen nicht so viele Hoffnungen. Ne? Da war immerhin hier gerade ein Sofa gestanden. Aber egal. Mit gedrückter Leertaste oder mittlerer Maustaste kannst du dir alle Interaktionsmöglichkeiten und zusätzliche Tipps anzeigen lassen. Möchtest du keine Tipps erhalten, so kannst du sie im Optionsmenü deaktivieren. Aber es ist eine Demo, ein Intro. Lass dir jetzt die Tipps zeigen. So, wir haben also hier den Fernseher, die Dunkelheit, eine Betonplatte, ein Esel und die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist mehrfach verwendet. Das ist relativ fies. Hallo Esel. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Ein Esel. Rini! Oh, Gott sei Dank. Das war ein komisches Geräusch. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Sehr merkwürdig. Seltsam. Sehr seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Und eine Tasche. Wir sollten das Ei auf jeden Fall mitnehmen. Genau. Damit ist auch geklärt, wo... Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Wie gesagt, damit ist auch geklärt, wo Noah die ganzen Sachen ins Inventar packt, ne? Leiser, verdammt! Geh endlich aus! Ja, das machen wir jetzt auch, genau so. Ruhe! Der Fernseher wollte es nicht anders. Er hört einfach nicht drauf, dass er leise sein soll. Ja, aber jetzt? Jetzt ist Ruhe. Denn there was silence, könnte man so schön sagen. Was ist das? Ich gucke nochmal kurz die Leertaste. Ja, okay. Woher kommt nur dieses seltsame Licht? Ist jetzt relativ eindeutig, also durchklettern. Es gab keine andere Möglichkeit hier. Leider. Wow. Wow. Was? Sehr merkwürdig. Was ist das hier? Könnte ein Zirkuswagen sein hier, oder? Da, wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das, oder was? Ja, hier liegen lauter Dinge aus Silence rum. Und ja, ich habe sie gesehen, aber wir gucken uns trotzdem erstmal um. Hier, der Zirkuswagen. Mein alter Wohnwagen. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Ja, Sedgwicks. Ein Schirm, da kann ich wohl hingehen. Eine Uhr. Ein Globus. Von der Uhr aus könnte ich da vielleicht draufspringen. Nebel. Oh Gott. Bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Ja, ich weiß auch nicht, was ist das denn hier? Planetengetriebe? Ist das nicht das Planetengetriebe aus dem Schloss von Silence? Sehr witzig. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Ich erinnere mich, ja. Da war ein Koch drin. Ich hatte hier doch irgendwo gerade noch Planetengetriebe. Da war doch irgendwo gerade ein Zug. Was?
Was ist das hier? Auf denen ist Rini zum Ausgang gelaufen. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwo noch Lokomotive oder so ähnlich gehabt. Hier, da war sie. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ach, da. Oh, nee. Das ist witzig. Ich kann die hier anhaken scheinbar, aber ich sehe sie nicht. Aber jetzt will ich sie sehen. Wo ist die? Da. Die Lok, mit der ich durch die Luft geflogen bin. Sie sieht kaputt aus. Wie alles hier. Also ich sehe sie nicht, aber er sieht sie. Das ist das Wichtigste. So, wir gehen mal auf den Schirm. Schnell, Serini. Die könnte das da oben sein. Ich warte, ich gucke. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Schlumpf. Oh, ist total schön hier. Ich komme. Bleib, wo du bist. Ja. Als ob sie darauf hören würde, ne? Aber gut, okay. Uhr. Und top. Oh, oh. Ist das wirklich der Kessel von Sedgwicks Oper? Dann würde ich da eher nicht reinspringen wollen. Was der da immer gekocht hat, das war, naja. Da könnte ich drauf springen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini. Oh, geschickt. Junge, nicht schlecht. Also scheinbar muss ich mich jetzt hier aus... Ja, hier steht's auch. Und bewege die Maus entgegen der Neigungsrichtung von Noah. Halt ihn lange genug in der Balance. Ich hab's geschafft. Nicht einsteigen, ist ja eklig. Ist ja eklig, da willst du doch nicht echt rein. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Genau, bist du gar nicht. Sieht man hier sonst noch was? Sonst nicht. Rinnsal? Ekliges Zeug und klebrig. Nee, dann lieber nicht. Dann kommen wir jetzt hier hin. Wer bist du denn? Rini, was machst du? Rini. Nein, bleib stehen! Ach, Rini! Also, ich würde die Rüstung gerne, ja gut, dann halt so ziehen. Ich hätte sie unten gezogen, aber so ist auch gut. Ups. Ja, Planetengetriebe. Hep. Ich hoffe, der Koch war wirklich nicht mehr in der Rüstung. Sonst tut er mir echt leid. Na los! Hinterher! Klettern, Kraxel. Das ist übrigens gerade tatsächlich auch schon neu für mich. Also den Teil, der wurde wohl übersprungen auf der Gamescom. Das da draußen kenne ich dann wahrscheinlich wieder. Ich kann ich mir jetzt vorstellen. Mal gucken. Traum hier. Guck mal, das begeisterte Gesicht an, die ist so niedlich gemalt, die Rainy. Gezeichnet. Hm? Wer bist du denn? Ja, genau, wer bist du? Okay, Noah kommt auch raus. Wo bin ich hier? Naja. Oh. 1, 2, 3, 4 Zähne. Schnell weg. Ich war's nicht. Das Licht, die Farben, der Duft. Das hier ist Silence. Wow. Was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück. Oh, verdammt. Sei still und versteck dich! Schnell! Okay, ich versteck mich und bin still. Ich glaub dem jetzt einfach mal. Da war sogar ein Timer, also ich hatte nur eine gewisse Zeit da zu reagieren scheinbar. Schnupper. Balli! Da war ein Balli, ich hab's genommen, ein Ball! Ein Ball hinterher! Gott, was war das denn? Puh.
Gut gemacht. Wer bist du denn? Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Hübscher, oder? Das ist doch echt ein hübscher Rumpf. Das wird auf jeden Fall ein Screenshot werden. Das weiß ich jetzt schon. The Dalek Entertainment. We shouldn't stay here. The only certain thing is death. Fürchte, an der Stelle ist es vorbei, so ist es. If only the king would recover. Because if he did, so would silence. Try to remember and be who you are. You were the king of silence. This story is your story. Are you able to do the right thing this time, Sadwick? Am 15. November, oh, ist es soweit und da geht bei mir direkt der Browser auf. Das Spiel hat sich jetzt beendet. Es tut mir jetzt leid für dieses schwarze Bild. Es geht jetzt direkt hier der Browser auf mit demnächst verfügbar. DRM frei auf GOG.com. Ja, also eines ist sicher, ich werde es spielen, weil ich habe Whispered World tatsächlich sehr, sehr spät gespielt, aber dann geliebt. Und The Silence, ja, das werde ich mir natürlich so früh wie irgendwie möglich holen. Also, seid ab dem 15. oder irgendwann November. Ja, jetzt kommt aktuell sehr viel raus. Wahrscheinlich muss ich The Silence ein bisschen hinten anstellen. Aber ich werde es spielen, ihr werdet es hier auf dem Kanal finden. Abonniert ihn, wenn ihr dabei sein wollt und mich begleiten wollt. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Livestream draus, dass ihr Entscheidungen mittreffen könnt. Wir werden es sehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. Macht's gut.